Die Aufgabe lautete, einen Obstbaum in eine Tortenlandschaft stellen und 20 Obsttörtchen gibt es dazu, so grob gesagt. Ich bin gespannt und ich denke, ihr auch, was unser Kleingartenkomitee jetzt dazu sagt. Okay. Deshalb starten wir mit der Verkostung bei Team Schwarz. Nathalie und Michael, erzählt uns etwas zu eurem Schaustück und eurer Torte und den Törtchen. Man sieht natürlich, dass wir jetzt im Frühling einen kleinen Sturm hatten und im Herbst auch. Wir haben uns auf jeden Fall auf die vier Jahreszeiten konzentriert. Logischerweise sollte ein Schaustück stehen. Ich bin froh, dass einfach nicht mehr passiert ist, dass die Torte noch dasteht und es steht auch noch genug hier, was man wirklich beurteilen kann. Ich finde eigentlich, macht euer Schaustück fast noch einen Tick lebendiger, dass es so ein bisschen jetzt aus diesem Gleichgewicht rausgekommen ist. Die Früchte sind auch definitiv im Baum, es sind definitiv auch 5 Stück. Wichtig ist natürlich auch, dass die Torte unten den größten Teil hat. Wir wollten ja 50 cm im Durchmesser haben. Auch das habt ihr wunderbar gelöst. Ihr habt den Weg gewählt, ein großes Risiko zu nehmen. Ihr habt den Preis dafür bezahlt. In den Ästen war der Wurm drin. Aber ehrlich gesagt, ihr seid eurer Schiene treu geblieben. Das gefällt mir gut. Mir kann auch keiner den Eindruck wegnehmen, der sitzt hier oben im Kopf, wie das Schaustück war. Dass das da auf dem Boden liegt, ist mir persönlich eigentlich völlig egal. Also ich bin von so vielen kleinen Details begeistert. Für mich persönlich, mehr könnte man nicht machen. Danke. Was mir gut gefällt, ist der Überzug, der relativ dünn ist. Und wenn man dann guckt, was eure Früchte wirklich hängen, nicht irgendwo draufstehen, sind sie trotzdem stabil genug, dass es jetzt nicht nach unten wegbricht. Das ist wirklich ein guter, authentischer Geschmack. Das ist wunderbar. Die Konsistenz ist sensationell. Das war schon ein schöner Start. Danke. Danke. Jetzt war es so schön. Komm, ich nehme die Schwiegermutter. Und danke schön. Vielen Dank. 2 unterschiedliche Böden sollten drin sein. Das ist ja der schon mehrfach angesprochene Olivenboden. Und dann habt ihr hier unten diese Knusperschicht, das ist euer zweiter Boden. Genau. Genau. Die Böden an sich sind ein Traum. Ganz klar, das wird auf jeden Fall was sein, was ich definitiv mir abspeichere, weil das einfach tatsächlich eine geile Kombination ist. Wenn man es von oben nach unten isst, ist es einfach von den Konsistenzen her absolut hervorragend. Es ist wirklich phänomenal vom Geschmack her. Konsistenzen stimmen für mich nicht, weil die sind mir viel zu fest. Hier hätte ich mir wirklich eine luftigere Mousse gewünscht. Vielen Dank. Danke. Danke. Kommen wir zu dem Teil als erstes. 50 cm sollte die Torte im Durchmesser sein. Der Teil ist erfüllt. Wir haben noch die 20 Äpfel und vor allem wir haben die 5 Früchte, die auf dem Baum sein sollen. Der Gesamteindruck ist wild. Der Baum ist auch nicht direkt realistisch. Die Äpfel sind sensationell. Laden wirklich zum Essen ein. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Was mir gut gefällt, sind einfach die Farben.
Das ist bei euch wirklich sehr ansprechend und sehr appetitlich. Der Anschnitt, ein absoluter Traum. Das ist natürlich schon großes Tennis. Es ist handwerklich und geschmacklich meisterhaft. Vielen Dank. Toll abgeschmeckt, lässt sich super essen. Dankeschön. Der Apfel ist euch wirklich sehr gut gelungen. Dankeschön. Ich kann mich nur anschließen. Der Apfel ist wunderbar. Dankeschön. Dieser Rührblieboden, der ist natürlich sehr dominant. Alles, was der hat an Filigranität, das hat der nicht. Es ist lecker, es schmeckt. Ihr hättet euch einen Gefallen getan, ein bisschen dünner zu arbeiten, ein bisschen filigraner zu arbeiten, um da einfach auch noch mehr Handwerk zu zeigen. Tja. Einmal Christian sprachlos machen. Es ist auf jeden Fall ein sauleckerer Kuchen. Beim nächsten Mal bitte mehr Johannisbeeren und ansonsten könnt ihr das genauso präsentieren. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Wo darf ich denn die 50 Zentimeter messen? Die 50 cm sind nicht erreicht, weil es sollte die Torte vom Durchmesser haben und nicht die Präsentationsfläche. Das Auge muss mitessen. Und das ist bei euch bei den Törtchen zu 100% umgesetzt. Danke. Ich habe so ein bisschen Probleme mit euren Baum. Ich auch. Euer Baum, der gefällt mir überhaupt nicht. Der ist zu steif, der hat nichts mit einem Schokoladenbaum zu tun. Die Blätter, tut mir leid, aber die sind eine Katastrophe. Da sind Finger drauf, die Farbe ist nicht dabei, der Glanz ist nicht mehr da. Bitte schön. Hört schon wieder die Englein singen. Kann das sein? Ja. Dieser Schmelz von dem Mousse, unglaublich. Danke. Die Frucht geht ein bisschen unter, aber sie ist auf jeden Fall da. Euer Törtchen macht einfach glücklich. Was auch immer da schiefgegangen ist bei der Optik, bei diesem Törtchen habt ihr alles 100% richtig gemacht. Die Mousse ist ein Traum. Aber für mich geht die Frucht leider unter. Von den Konsistenzen und vom Schokoladengeschmack gebe ich Betty recht. Schokolade macht glücklich. Danke. Schmeckt alles nach Passionsfrucht. Es ist sehr starke Säure da drin. Die Böden sind mir etwas zu trocken. Mein Favorit ist die Kakaobohne. Vom Gesamtgeschmack gefällt es mir sehr gut. Wobei,
gegen diese Kakaofrucht kommt sie nicht ganz gegen an. Da passt für mich tatsächlich die Balance von Schokolade zur Frucht. Ich habe beides wirklich immer die ganze Zeit im Mund. Es ist hervorragend rausgearbeitet. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Zentimeter. 5 hängen im Baum. Fallobst liegt auch da. 15 Stück, so das stimmt. Die Farbtöne, die ich hier habe, die sind toll. Und dann kommt dieser Farbton. Und auch bei den Blättern fehlt einfach eine zweite Farbe, um das Ganze wirklich realistischer zu machen. Wenn wir jetzt bei den Pfirsichen sind, da sieht man, sie sehen sehr lecker und ansprechend aus. Allerdings die Füße werde ich euch nicht so leicht verzeihen. Ihr habt sie nicht weggemacht. Das Tonkamus ist sehr lecker abgestimmt. Die Konsistenz davon ist wie, die ist richtig fluffig und lecker. Pfirsich ist immer für mich was Leichtes, was Sommerliches. Und genau das ist dieses Törtchen. Es ist von oben nach unten, von rechts nach links, egal wie man diesen Pfirsich isst, es ist ein absoluter Traum. Dankeschön. Nun zur Buttercreme. Grundsätzlich habt ihr mich in der Vergangenheit immer wieder begeistert mit dem Geschmack, allerdings bin ich ein bisschen enttäuscht. Der Thymian ist tatsächlich allgegenwärtig. Es passt von oben nach unten einfach auch überhaupt nicht zusammen. Es ist sehr viel Geschmack, aber es ist keine Harmonie. Ich finde, es ist auch ein bisschen trocken. Ich hätte es mir ein bisschen saftiger gewünscht. Lasst die Finger weg von der Buttercreme. Das seid ihr beiden nicht. Warum tut ihr mir das an? Es tut uns leid. Das ist nicht mein Geschmack. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Günther, du kriegst gleich einen Cognac. Vorher noch was ganz Wichtiges. Nur 3 Teams können sich ja hier qualifizieren fürs Finale. Und jetzt liegt alles an unseren 3 Punktrichtern. Ihr dürft euch gern zur Beratung zurückziehen.